Hallihallo, hallöle, liebe YouTube-Gemeinde, hier ist die Sa aus Dessau mal wieder für euch. Ich bin wieder gesund und kann natürlich wieder fleißig Videos für euch produzieren. Und diese Woche ist wieder mal ein Tag dran. Ich werde jetzt nicht weiter palabern, euch erstmal gucken lassen, was ich so gedreht habe für euch. Ich wünsche euch jetzt einfach viel Spaß beim Check. Einen wunderschönen, einen guten Morgen. Ich bin heute mal euer Host. Ihr kennt mich, Elisa. Doch heute geht es um die Sau aus der Sau. Komm rein! Guten Tag. Hallo. Es ist schön, dass du heute hier sein kannst, hier in diesem wundervollen Arbeitsbereich. Ja, natürlich. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich bin gespannt auf Ihre Fragen. Und dann lass uns gleich damit loslegen. Natürlich. Die erste Frage: Was hat dich inspiriert, YouTube-Videos zu machen? Also, um ehrlich zu sein, hat mich inspiriert, dass ich mal Cover-Videos machen wollte. Kurt Hugo Schneider hat mich sehr inspiriert, ja. Kann man wirklich so sagen, das waren so die ersten Videos, die ich geschaut habe. Wie lange machst du denn schon YouTube-Videos? Ich mache YouTube-Videos seit insgesamt schon 5 Jahren. Und hast du noch andere Kanäle? Ich habe damals angefangen, mit meiner besten Freundin YouTube-Videos zu machen. Und wir hießen damals Sagi die wilden Tücher. Ich schreibe euch den Link natürlich hier unten in die Infobox. Wo siehst du dich und deinen Kanal in 5 Jahren? Ich hoffe doch, dass ich viel mehr Unterstützung bekomme in kultureller Hinsicht von der Stadt Dessau, weil ich mit meinen unterwegs in Dessau Videos lange noch weitermachen will und das in 5 Jahren auch noch machen möchte. Und ja, ich sehe mich ein bisschen erfolgreicher. Was möchtest du mit deinen Videos vermitteln? Ich möchte mit meinen Videos einfach vermitteln, dass die Stadt Dessau was zu bieten hat, kulturell und auch kulinarisch. Und ich möchte einfach auch vermitteln, dass man klein anfangen kann und auch mal vielleicht etwas was Größeres machen kann, ja. Wissen denn deine Arbeitskollegen oder Mitarbeiter von deinem YouTube-Kanal? Mittlerweile wissen auch meine Arbeitskollegen von meinem YouTube-Kanal durch meine Facebook-Seite, ja. Genau. Sie ist übrigens also hier, ne, Facebook? Ja. Welche Bedeutung hat denn dein Username? Mein Username, das wisst ihr schon aus 50 Facts About Me, kommt ursprünglich von meinem alten YouTube-Kanal, die Sagi die wilden Tücher. Und damals war ich schon die Sa, von Sandra ja verständlich. Und ja, so hat sich die Sa von Sagi entwickelt, wie mein Kanal am Anfang noch hieß. Und im Wandel der Zeit hat sich das jetzt zu die Sa aus Dessau entwickelt. Wer ist denn dein Lieblings-Small-YouTuber geworden? Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt mit Small YouTubern nicht so den Kontakt. Ich wurde mit denen nicht so in Kontakt gesteckt. Ich kann nur sagen, aus Dessau, die mir bekannt sind, habe ich auch ein, zwei Lieblings-YouTuber, nämlich die Freefreed-Jungs. Ja, die sind mir super sympathisch. Und natürlich die Elisa und Kiwi, um ein bisschen zu schleimen. Nein, ich mag ihre Videos, natürlich. Welcher ist denn dein lieblingsgroßer YouTuber? Mein lieblingsgroßer YouTuber ist zurzeit Kelly Mrs. Vlog. Kann man wirklich so sagen. Weil sie ist einfach sympathisch. Über die Jahre hat sie sich eigentlich ziemlich gut gehalten. Genau. Ist aber nicht der erste, den ich wirklich mich laufend informiert habe und immer gehostet habe, sage ich mal so, sondern es ist Alexi Bexi. Mit dem habe ich mit YouTube angefangen. Zu schauen. Ja. Der gute Alex. Genau. Was denkst du, welche Formate bringen dich in Zukunft weiter? Ich hoffe wirklich, dass das unterwegs in Dessau sich noch durchsetzt und ich dadurch wirklich nochmal nach vorne gebracht werde und das mich auch weiterbringt und meinen Kanal weiterbringt. Aber im Großen und Ganzen, in der YouTuber-Welt, in der wir jetzt leben, würde mich bestimmt eher ein privates Format, wie zum Beispiel die Tags oder die Challenges weiterbringen.
Mhm. Ja. So, und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage, nämlich wie oft machst du YouTube-Videos? Ich mache YouTube-Videos einmal wöchentlich und sie kommen meistens sonntags. Sonntags, nachmittags. Für euch. Und in zweiwöchentlichen Rhythmus unterwegs in Dessau. Ja. Genau. So groß ist das auch nicht, dass man jede Woche was drüber machen kann. Ja, aber es ist auch, weil ich mehr Abwechslung reinbringen möchte. Ja. Genau. Nicht nur kulturelles und nicht nur von mir. Ja, das war schön. Wir haben ja alle Fragen. Genau. Falls ihr noch welche habt, könnt ihr unten in den Kommentaren ja auch welche stellen. Ja, und ich beantworte sie euch natürlich gerne. So, der Star aus diesem Small-YouTuber-Tag sagt jetzt Tschüssi und verschwindet wie Flash. Und ich glaube, ich sollte ihr nachgehen. Das war der Small-YouTuber-Tag. Ihr habt natürlich erkannt, mit wem ich zusammengearbeitet habe, nämlich mit der Elisa von Elisa und Kiwi. Aber ich habe euch ja schon vorgewarnt, oder wir haben euch besser gesagt schon vorgewarnt, dass es jetzt mehrere Videos in Zusammenarbeit gibt und ich freue mich jedes Mal riesig drauf. Das wollte ich euch natürlich alles nicht vorenthalten. Dieser Tag kommt ursprünglich aus den USA und wurde mal von einem netten jungen Herren, auf dessen Website ich rumgeforscht habe, die ich euch unten in die Infobox verlinke, übersetzt hat. Und den habe ich natürlich gleich mal gemacht. Ich darf dann mal sagen, dass ich auch natürlich wieder Leute taggen werde. Und dabei sind wieder mal die Gitter von Kitty the Sheep, der Dennis von Tastic TV und die Elisa von Elisa und Kiwi, die ihr jetzt hier in dem Video auch schon gesehen habt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video. Ich verabschiede mich natürlich auch an diesem Sonntag. Und ihr könnt euch ja schon mal wieder auf das nächste Unterwegs in Dessau freuen. Denn die Vorbereitungen laufen schon wieder mal für ein kleines Spezial. Die Sa aus Dessau sagt Tschüss!